Dienstagabend, die schauen Glanz und Gloria. Herzlich willkommen zur Sendung. Heute könnt ihr die Luftgitarre rausnehmen. Wir haben nämlich eine doppelte Portion richtig guten Schweizer Rock für euch. Und diese Themen hier haben wir auch noch dabei. Zuerst aber zu einer traurigen Meldung. Vor ein paar Monaten haben wir berichtet, dass das SRF bei Italy Elisa Anaya leider im sechsten Monat verloren hat. Ein herber Schicksalsschlag für die junge Familie, die sie jetzt zuerst mal versuchen zu verarbeiten. Ein bisschen Ablenkung erhofft sich Nina Deo, wenn sie ab April ihre Arbeit im Schweizer Fernsehen wieder aufnimmt. Im Namen der ganzen Redaktion drücken wir ihr und ihrer Familie unser herzliches Beileid aus. Jetzt wechseln wir das Thema und kommen zum Rock-Happening der Superlative. Am letzten Wochenende haben Krokus und Gotthard, die zwei Schweizer Rock-Giganten, zum ersten Mal zusammen auf einer Schweizer Bühne gerockt. Und das Zusammenspiel war nicht nur für die Fans Sübendorf ein Highlight gewesen. Endlich gibt es Gewissheit zum Tod von George Michael. George Michael war auch Thema an der Fashion Week in Paris. Die Modedesignerin Stella McCartney hat ihn mit einer modischen Hommage geehrt. Und wir bleiben noch gerade in Paris an der Fashion Week. Dort ist das Berner Model Tammy Glauser hoch im Kurs. Wir haben sie und ihre Partnerin Dominique Rinderknecht einen Tag in Paris begleitet. Jetzt auf Bern zum grössten Live-Koch-Event der Schweiz, dem Goldigen Koch. Der findet nur all bis zwei bis drei Jahre statt, dann aber dafür richtig. Rund 1200 Gäste, inklusive der Bundesrätin Simonetta Sommaruga, haben gestern im Berner Kursaal den sechs Kandidaten zugeschaut, wie sie die Jury weich kochen. Diesen Beitrag kann man fast nicht schauen, ohne Hunger zu bekommen. Darum wünsche ich euch jetzt einen guten, wenn ihr gerade bei uns Nacht seid und sonst einfach einen erholsamen Feierabend. Das war es von Glanz und Gloria für heute. Mehr gibt es dann morgen wieder. Auf Wiedersehen.